bei einer Zusammenarbeit ist es mir immer sehr wichtig, dass ich ganz frei eigentlich berichten kann, dass ich meinen Content frei erstellen kann. Das muss ja auch zu meinem Stil und meinem Feed passen. Und ich kenne ja auch meine Follower und weiß genau, was die sehen wollen und wie sie es sehen wollen. Wir verlangen pro Post eigentlich einen vierstelligen Bereich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Brand das ist und ob die Zusammenarbeit langfristig ist. Dann verkleinert sich natürlich der Preis pro Post oder ob es wirklich eine einmalige Sache ist. Also Erfolgsfaktoren. Also ich finde, einerseits ist es natürlich wichtig, dass eine Kampagnenidee besteht, die natürlich auch zu mir passt, weil sonst macht die ganze Kampagne keinen Sinn. Also ich muss ja zu dem Brand passen und ich muss zu dem Produkt passen. Und es muss, und meine Follower müssen ja auch irgendwie dazu passen. Es macht keinen Sinn, wenn zum Beispiel ein Brand, ein Luxusbrand mit jemandem zusammenarbeitet, der nur Follower im, nur Follower im Alter von irgendwie 13 Jahren hat, weil die sich das nicht leisten können. Dann kann man natürlich eben, man kann ja die Sales tracken, das ist sicher ein Faktor, den man messen kann. Ich finde aber, das ist nicht das Einzige, das wichtig ist im Influencer-Marketing, weil Influencer-Marketing ist oft auch Image. Also ich merke es bei mir selber, wenn ich zum Beispiel in der Tasche an ganz vielen Influencern sehe, denen ich folge, dann kaufe ich die mir ziemlich sicher auch. Ich denke, es ist ganz sinnvoll, wenn man wirklich so eine 360-Grad-Kampagne macht, dass man halt die Influencer nicht nur benutzt, damit sie Content für ihre eigenen Kanäle erstellen, sondern zum Beispiel auch, dass sie ein Produkt kreieren für die Marke, wie zum Beispiel MAC macht das wirklich gut mit diesen Beauty-Influencern, die einen Lippenstift kreieren oder ähnliches und diesen dann natürlich auch viel besser promoten können, weil es ja ihr eigenes Produkt ist. Daher ist die Authentizität natürlich extrem groß. Generell, egal was es für eine Kooperation ist, es ist vor allem wichtig, dass das Produkt authentisch integriert wird und dass der Content auch nicht heraussticht. Also dass, wenn du halt einen Feed anguckst, wenn du zum Beispiel meinen Feed anguckst, du siehst nicht auf den ersten Blick, was gesponsert ist und was nicht. Also es muss so integriert sein, dass es Sinn macht, dass es nicht extrem als Werbung auffällt, sondern mehr als Inspiration dient oder dass die Leser dann denken, okay, das sieht ganz cool an ihr aus, vielleicht sieht es an mir auch gut aus. Für mich ist wichtig, dass zum Beispiel meine Bilder auf eine Weise einheitlich sind, zum Beispiel von der Bearbeitung her. Meine Bilder sind oft eher bunt, sie sind lebensfroh, sie sind hell. Ich lache oft auf Bildern. Es ist so, mir ist wichtig, dass wenn man durch den ganzen Instagram-Feed scrollt, durch diese enorme Masse an Content, dass mein Bild irgendwie aufhört und man, ohne meinen Namen zu sehen, halt sieht, das bin ich. Ich kenne keinen anderen Tricks, als halt guten Content zu machen. Ich bekomme ganz viele Anfragen, wie man schneller wachsen kann und so weiter, aber es gibt halt keinen Trick, wie du jetzt mehr Leute erreichen kannst. Also ich kenne ihn nicht. Wenn man jetzt die letzten 3 Jahre sieht man schon, dass sich das Influencer-Marketing hier in der Schweiz extrem verbessert oder professionalisiert hat. Also gerade von den Marken aus ist das viel professioneller schon startet, dass schon ein Briefing von Anfang an vorhanden ist. Das war früher überhaupt nicht so. Und daher, ich denke, das entwickelt sich noch weiter und ich hoffe sehr, dass die Agenturen oder auch die PR-Leute bei den Brands selber noch mehr Zeit darin investieren, wirklich die richtigen Influencer zu finden und halt auch sich die Zeit nehmen, die Statistiken zu analysieren und halt nicht einfach nur auf die Followerzahl achten. Das ist aktuell noch so ein bisschen das Problem, aber ändert sich auch ganz stark jetzt im letzten Jahr vor allem. Ich möchte auf jeden Fall weiterhin in diesem Bereich irgendwie tätig sein. Ich kann mir auch vorstellen, meine eigene Marke irgendwie zu machen. Aber ich bin halt sehr realistisch, sage ich mal. Es ist gerade dieses ganze Influencer wie Instagram, Blog, YouTube, das ist halt alles immer im Wandel. Es wird neue Plattformen geben, es wird sich alles irgendwie verändern. Daher, ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, was in 2 Jahren sein wird.